Mein Name ist Tobias Graf. Ich bin Biologe, habe hier an der TU Kaiserslautern Biologie studiert, habe mich im Bereich Pflanzenökologie und Systematik spezialisiert. Damals meine Diplomarbeit über die Diversität von Moosen im Nordpfälzer Bergland geschrieben. Und schon damals, vor knapp 10 Jahren, ist die Idee aufgekommen mit einem befreundeten Architekten, dass es eigentlich super wäre, wenn man die Gebäude in der Stadt mit Moosen begrünen könnte. Hauptauslöser für die Idee, um die ganze Sache nochmal zu verfolgen, war eigentlich vor knapp 2 Jahren, als die Stadt Stuttgart ein Projekt verfolgt hat, mit Hilfe von Moosen ihr Feinstaubproblem in der Innenstadt in den Griff zu kriegen. Erst nachdem ich dann im Bereich Pflanzenernährung an der TU München im Bereich Bewässerung promoviert habe, da kam mir auf einmal die zündende Idee zu sagen, Mensch, man müsste eigentlich nur die optimale Unterlage für Moose schaffen, auf denen sie wachsen können, sie künstlich dabei ernähren und sie von ganz alleine an diese Flächen ansiedeln lassen. Und so ist die Idee damals entstanden, eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade zu entwickeln, die sich genau an die ökologischen Bedingungen von Moosen anpasst und Moose dabei unterstützt, sich von ganz allein an dieser Fläche anzusiedeln. Mein Name ist Martin Hamp, ich bin der Bauingenieur im Team und ich kümmere mich um die technische Umsetzung unserer Produktidee. Damit sich die Moose optimal an unserer Oberfläche anhaften können, haben wir einerseits eine besondere Oberflächenstruktur entwickelt, die dafür sorgt, dass das Wasser aus der Bewässerung perfekt über die Oberfläche verteilt wird. Zum anderen für die Moossporen eine perfekte Unterlage geschaffen wird, an denen sich die Sporen ansiedeln können. Wir testen dazu unterschiedliche Materialien, unter anderem Sandstein, Holz und Beton, um herauszufinden, welches Material am besten geeignet ist, um die Moose dauerhaft am Leben zu halten. Die größte Herausforderung bei der Kultivierung von Flächen mit Moosen ist eigentlich, dass der Anzuchtsort, wo man die Moose anfänglich kultiviert, und der Wuchsort in der Stadt sich häufig klimatisch stark unterscheiden. Und diese kleinen Änderungen in der Mikroklimatik sorgen dafür, dass die Moose häufig schnell absterben. Mein Name ist Björn Stichler. Ich kümmere mich um die sensorische Steuerung des Mikroklimas der Fassade und damit auch um die Bewässerung sowie um die Verarbeitung der anfallenden Daten. Mit unserem System gehen wir das Problem an, dass herkömmliche Fassadenbegrünungen oft mit hohen Folgekosten verbunden sind, welche durch den hohen Wartungsaufwand entstehen. Für Städte wird es in der Zukunft immer wichtiger, mit grünen Technologien zu arbeiten. Hier bieten die Fassaden noch ein großes ungenutztes Potenzial. Und da arbeiten wir jetzt seit März 2019 mit Hochtouren daran, ein Fassadenelement zu entwickeln, was eben wartungsfrei, selbstbegrünend und smart für die Städte der Zukunft eine Fassadenbegrünung darstellt.